Eine Prima Vista-Lesung aus dem Buch Geheimnisvolles Osnabrück. Ein Schlosshund rettet die Stadt, der Löwenpudel. Neuerlich stand Karl mit seinem Heer vor Osnabrück, dessen Bewohner sich abermals dem Sachsenanführer Widukind zugewandt hatten. Wutentbrannt schwor Karl, die Stadt zu züchtigen und das erste lebende Wesen, das ihm entgegenkomme, mit eigener Hand zu töten. Da trat Karls Schwester, die hier verheiratet war, vor die Tore der Stadt, um Gnade zu erwirken. Eingedenk seines Schwures geriet der König in Entsetzen und bat den Himmel um Hilfe, ihn aus dieser misslichen Lage zu befreien. Da sprang der Lieblingshund der Schwester hervor, den König zu begrüßen. Ihn tötete Karl und löste so seinen Schwur. Aus Freude über den glücklichen Ausgang verzieh er der Stadt. Die Osnabrücker ließen aus Dankbarkeit das Bild des Hundes in Stein hauen und auf dem Domhof aufstellen. Hier steht es seither und wird von den Bewohnern Löwenpudel genannt.